Pauli. Du musst schnell sein. Ja, super. Wimmern sind die Affen wie Hunde. Und sie können auch tauchen, können bis zu einer halben Minute im Wasser halten. Ja, perfekt. So viel Glück haben wir heute bei jeder Führung, dass es anders immer geht. Das Fell, das trocknet aber relativ schnell. Die haben so ganz spezielles Fett drinnen, dass es einfach schnell wieder trocknet. Im Sommer sind sie auch bei Sonnenschein innerhalb von 5 Minuten, haben sie wieder ein ganz trockenes Fell. Ja. Was ich eigentlich dann noch zeigen kann, ist da unten dort unser Affenhaus. Das haben wir ursprünglich gebaut, weil wir gedacht haben, dass den Affen furchtbar kalt ist im Winter, dass sie irgendwo reingehen können. Allerdings ist es so, dass die Kälte den Affen absolut nichts ausmacht. Also die können bis zu Temperaturen bis zu minus 25 Grad locker aushalten. Und so kalt wird es bei uns aber auch nie. Also die gehen da einfach nicht ins Haus rein. Es ist eh wieder der Daniel, der da hinten oben ist. Das ist ein Imponierverhalten, das machen meistens die Männchen. Und das heißt einfach, schau her, ich bin so stark, ich kann diesen Baum da schütteln.